begrüße euch zu meinem 37. Mitmach-, Bewegungs-, Mitsingen-, Tralala-Video. Ja, und zunächst natürlich wie in letzter Zeit immer der Blick aufs Wetter. Und heute ist ein super, super, super schöner Sonntag. Wahlsonntag ist heute auch noch und die Sonne scheint. Es ist noch ein richtiger Sommertag. Einfach bestes Wetter, um dieses Video zu machen. Ja, und der kleine Überblick, natürlich das Begrüßungslied. Dann singe ich euch ein neues Herbstlied von mir. Dann spiele ich euch auf der Ukulele ein Lied. Da zeige ich euch zwei neue Akkorde, A-Moll und G-Dur auf der Ukulele. Und singe dazu Heo Spanningwagen an in einer eigenen Version. Ja, dann kommt das Mitmachlied. Das ist heute mal was für die ganz, ganz, ganz Kleine. Genau. Und dann noch als Klassiker die alte Moorhexe von den, vom Ehepaar Jehn geschrieben damals. Und dann das Abschlusslied. Okay, also jetzt geht's los mit dem Begrüßungslied. Oh, hallo. Drei sagt ihr mir, dem Jürgen, mit mir zusammen guten Tag. Okay, eins, zwei, drei und guten Tag, Jürgen. Wow, zappalot und schnickeschnack. Habt ihr laut guten Tag gesagt? Hoho, super klasse. Ja, und ich freue mich, dass ihr da seid, liebe Gas, ihr kennt das ja schon. Und klatschen. Eins, zwei, drei und la 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 la. Hey, klatsch, klatsch, la 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 la. Ganz große Klasse. Ich habe es ganz genau gesehen. Ja. Ach, und jetzt spiele ich euch mal ein neues Herbstlied von mir. Ich habe es letztens auch schon auf meinem YouTube-Kanal hochgeladen. Das Lied heißt Der Herbst, der kommt mit riesengroßen Schritten. Ja, und was der alles so anstellt, das werdet ihr jetzt mal kennen. Es geht los! Und der erste Sturm, er lässt sich lange bitten. Er wackelt an den Bäumen, reißt dich aus allen Träumen. Und wir müssen alle dann das Laub wegräumen. Herbst. Yeah.
heiße, lecker Fritten. Mit ganz viel Tomatenketchup und mit Mayonnaise. Und obendrauf eine dicke Scheibe Käse. Vielleicht bringt den Schnee für meinen Schlitten. Ich höre uns schon laut Laternenlieder singen. Und der Winter wird ihn irgendwann bezwingen. Oh Herbst, Herbst, es ist sehr. Nagelneues Herbstlied. Ja, und an dieser Stelle, die jetzt kommt, stelle ich sonst immer Instrumente vor. Das letzte Mal habe ich ja schon ein bisschen mit der Ukulele angefangen, so ein Tutorial zu machen. Da mache ich heute nochmal mit weiter, bevor ich dann beim nächsten Video wieder ein ganz witziges Musikinstrument vorstelle. Also, heute auf der Ukulele ein Lied für euch, das auch eigentlich ein Herbstlied ist. Es ist Heo, spann den Wagen an. Auch eigentlich ein Kanon, aber ich habe das so ein bisschen umgeschrieben. Ich habe da jetzt ein Vier-Jahreszeiten-Lied von gemacht. Da geht es halt um den Frühling, den Sommer, den Herbst und den Winter. Und wir brauchen für die Ukulele dazu zwei Griffe. Und zwar das A-Moll und das G. Das A-Moll ist ein ganz, ganz, ganz einfacher Griff, den ihr hier oben auf die erste Seite von oben setzt, ihr euren Mittelfinger. Ja? Okay? Und dann greift ihr wie bei der Gitarre sozusagen D-Dur, ja, den Zeigefinger hier auf der zweiten Seite von oben im zweiten Bund, den Mittelfinger ganz nach unten, auch im zweiten Bund und den Ringfinger im dritten Bund auf die dritte Seite von oben. Ja, habt ihr es? Okay, gut, also zwei Griffe, hier das G und das A-Moll. Und den Anschlag, den ich mache, der ist so. Das geht immer 1, 2 und 1, 2 und 1, 2 und 1, 2, 1, 2 und 1, 2 und 1, 2 und. Also die Und-Aufschläge, die mache ich immer mit dem Daumen. Ja, von unten nach oben. Und die Abschläge mache ich immer mit diesen drei Fingern, mit dem Kleinfinger, mit dem Mittelfinger und dem Ringfinger. Weil der Zeigefinger ist irgendwie ein bisschen zu kurz, wie ihr seht. Ne? Wenn man dann so macht, also die natürliche Handhaltung ist ja mehr oder weniger diese, die zur Ukulele kommt. Und dann ist der Zeigefinger immer so weit weg. Und bei diesen drei Fingern hier, die sind so irgendwie in einer Linie. Da kann man so schön die Saiten einschlagen, ne? Ohne den Zeigefinger. Also mache ich das. Daumen mal als Aufschlag und mach dann 1, 2 und 1, 2 und 1, 2 und 1, 2.
jetzt mit dem Lied an. Ja, bei den Mitmachliedern kommen ja die ganz, ganz kleinen oder jungen Kinder, klein sind sie ja nicht, ne? Immer ein bisschen zu kurz. Und deswegen habe ich mir was ausgedacht, so für, ja, für die Krippe kann man schon fast sagen. Ne? Und das ist das Kastanienlied. Also man muss sich vorstellen, man nimmt eine Kastanie in die Hand, dieses schöne, braune, glatte, natürliche Geschöpf, was wirklich toll anzusehen ist und sich auch ganz, ganz toll anfühlt. Das kommt auch in dem Lied, dass man das so richtig schön fühlen soll. Und dann kullert man diese Kastanien einfach hin und her. Und Kastanien kullern macht den Kindern richtig Spaß. Ne? Oder? Genau. Also jetzt geht's mal los. Am Anfang können natürlich alle schön klatschen. Klatsch, 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 klatsch. Ja, seid ihr soweit? So eine feste Struktur, wie es geht. Hauptsache, die Kinder haben Spaß beim Klatschen und beim Kastanienkullern. Ist ja auch so ein bisschen herbst. So, jetzt nochmal das zweite Mal. Wir nehmen die Kastanien in die Hand. Ja. Und schauen sie uns an. Und schauen sie uns an. Auch ist die schön, die glänzt so schön. Und die ist so schön glatt und fühlt sich so toll an, die Kastanien. Wir kullern die Kastanien über den Boden. Ja, kullern die mit der Kastanie. Deine kommt zu mir und meine kullert zu dir. Deine kommt zu mir und meine kullert zu dir. Genau. Hey, da, la, la, la.
kommt deine Cola zu mir. Ups. Jetzt ist sie doch glatt vorbeigekullert, die Kastanie. Ja, das war das Kastanienlied, was man einfach so singen kann. Und die Kinder kullern hoffentlich die ganze Zeit wie wild mit den Kastanien durch die Gegend. Ja, vorher muss man die Kastanien natürlich noch suchen. Das macht auch ganz viel Spaß. Ne? Okay, also das war das Kastanienlied zum Mitmachen. Irgendwie sind ja sowieso alle Lieder zum Mitmachen, auch Heo, Spanningwagen, kann man ja auch ganz toll mitsingen. Und jetzt kommt noch ein Lied für euch, so ein richtiger Klassiker, so ein Herbstlied-Klassiker, obwohl es eigentlich gar kein Herbstlied ist. Es heißt Die alte Moorhexe. Margarete und Wolfgang Gehn haben dieses Lied vor langer Zeit geschrieben und es ist ein echt wirklich tolles Lied und ihr könnt ganz, ganz, ganz toll die Hexe mitmachen. Die ist dieses in dem Lied, aber das könnt ihr gleich auf jeden Fall mitsingen. Die alte Moorhexe hext ihr Teufelsmoor herum, dreht sich wild im Tanze rum, lacht sich schief und lacht sich krumm, wenn die Tiere ängstlich wittern und die Kinder alle zittern, hält die ganze Welt für dumm. Hext herum, hext herum. Wow, das könnt ihr super. Gegen Mitternacht jedoch fährt sie in ihr Hexenloch, füttert ihre sieben Schlangen, bringt den schnellen, starken, langen Hexenbesen in den Stall, scharrt und raschelt überall, hält die ganze Welt für dumm. Hext herum, hext herum. Fasziniert gerade dieser Sound von unseren ganzen Stimmen und alles war so ein bisschen auch durcheinander und ein ganz klein bisschen unheimlich. Ganz, ganz, ganz toll hat er das gemacht. Ja, und jetzt bin ich auch schon am Ende meines Mitmachvideos für heute. Das war Nummer 37 und nächste Woche treffen wir uns hoffentlich zu 38 wieder. Ich bedanke mich ganz, ganz, ganz doll bei euch. Das habt ihr super gemacht. Ich bin immer wieder begeistert, wie toll ihr mitmacht. So, jetzt sage ich mit meinem Auf Wiedersehen-Lied. Tschüss. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Mit euch war es heute wieder schön. Oh, auf Wiedersehen, auf Wiedersehen.
hier mit euch zu stampfen. Stamp, 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 stamp. Und hier mit euch zu winken. Winki, winki, stinki. Auf Wiedersehen. Durchgegangen gerade. Also, Dankeschön und tschüss!